Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles, was ich hab Box von Wohna. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles, was ich hab von Wohna, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Wohna. Wir haben hier eine Box im Querformat. Auf dem Cover sehen wir den Künstler hier, das Gesicht halb in der Sonne, halb im Schatten. Auf der Seite Alles, was ich hab, der Albumtitel. Dann hier der Künstlername Wohna und hier oben auch nochmal Wohna zu lesen. Und links auf der Seite alles hier in diesem blassen Blau und hier haben wir dann nur noch die Katalognummer. Das Ganze ist erschienen über Chimperator Records. Hier haben wir dann auch noch die Logos der Labels der Beteiligten und hier rechts dann noch ein Barcode im Eck. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Die Box geht hier aufzuklappen und hier haben wir den Boxinhalt. Als erstes haben wir hier ein Shirt, dann haben wir einen Sticker, einen herzförmigen Patch, ein Polaroid-Foto, unterschrieben wie es scheint, eine Bonus-CD und natürlich das Album an sich kommt hier im Digipack. So, die Box von innen weiß, wir haben hier noch so einen Einleger, in dem hier das Album Platz gefunden hat. Machen wir die Box mal zu und packen die zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das ist es. Alles, was ich habe, auch hier, das Cover, genau wie auf der Box. Hier ist keine Schrift oder irgendein Hinweis auf den Albumtitel, wirklich nur dieses Bild von Wohna. Auf der Seite in Orange und Weiß beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 13 Tracks mit 3 Bonus-Songs, also 16 Stück gesamt. Dann hier wieder Barcode und Labels. Features sind hier scheinbar keine angegeben. Dann schauen wir mal rein. So, als erstes kommen wir zum Booklet. Alles, was ich habe, Wohna. Also generell das Artwork hier in diesem Blass-Türkis, Blass-Blau und Weiß. So, was haben wir hier? Wir haben hier einerseits mal die Infos zum Album. Also die Credits zu den einzelnen Tracks. Wer hier jeweils beteiligt war. Dann Fotos von Wohna und seiner Gefolgschaft, seinem Umfeld. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch eine Danksagung, die hier von A bis Z aufgelistet ist. Und das war's soweit. Also, eher minimal gehaltenes Booklet, aber die wichtigsten Infos, die Credits und so weiter sind drin. So, hier auch wieder alles, was ich habe zu lesen, in Orange. Ebenso wie die CD. Ja, so ein Orange-Pfirsichfarben. So sieht dann, wenn ich sie rausbekomme, so sieht dann die CD aus. Und dahinter auch wieder dieses blasse Türkis. Gut, als nächstes haben wir eine zweite CD mit dabei. Das ist die da hier. Und zwar haben wir hier Wohna Demos. Also, auf dieser CD befinden sich Demo-Songs. Die kommen hier in so einer weißen Papphülle. So sieht das aus. Ganz schlicht beschriftet hier einfach mit schwarzem Stift Wohna Demos. Und wir haben hier meines Wissens auf dieser Demo-CD 18 Demos drauf. Die kommen hier, wie gesagt, in dieser weißen Papier-, weißen Klarsichthülle. Dann haben wir einen Patch mit dabei, der sieht so aus, also herzförmig, wie so ein 3D-Herz mit Wohna-Schriftzug in der Mitte, recht dick. Und das kann man dann entsprechend aufnähen, aufbügeln, wie man möchte. So, ein Polaroid-Bild ist dabei, im Querformat, sogar durchnummeriert hier scheinbar. Ich habe hier die Nummer 381 und dann haben wir auch noch die Unterschrift des Künstlers, der hier links im Bild zu sehen ist. Also auf der Rückseite Fujifilm Instax, also eine klassische Polaroid-Aufnahme. Dann ein Sticker, der ist, man kann das hier rauslösen,
ein kreisförmiger Sticker mit diesem schwarzen Herz hier in der Mitte. Einmal vorhanden. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt mit dabei. Und hier haben wir scheinbar auch wieder das Shirt in dieser Polaroid-Optik. Also, wir haben hier 3, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Polaroid-Motive auf diesem Shirt hier verteilt. In der Mitte, in der, ja doch, so im Brustbereich, unter der Brust dann dieser Wohner-Schriftzug. Auf der Rückseite gibt es hier nichts weiter zu sehen, also alles hier in Weiß. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Souls Imperial in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir den Sticker hier, kreisförmig in Schwarz und Weiß. Das Polaroid-Foto mit Nummerierung und schwarz signiert. Dann dieser Patch hier in Herzform. Die Bonus-CD mit den 18 Demos. Und natürlich das Album an sich, alles was ich habe mit 16 Tracks hier im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Alles was ich habe von Wohner. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Wohner unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.